Der Teich ist fertig, alle haben überlebt und jetzt geht's weiter. Oh, Thomas auf der falschen Seite. Ja, wir müssen da die Mauer machen und zu dem Zweck will der Thomas bei der Nachbarin Pflanzen versetzen, die direkt vor der Mauer stehen. Hört sich komisch an, ist aber so. Jetzt fangen wir noch an, hier umzusetzen. Und zwar sollen die Büsche, die da an der Mauer stehen, der große soll geteilt werden. Und diese hier sollen dann mit den großen, der da geteilt werden soll, auch nur eingepflanzt werden. Ja, und das ist die Mauer, die irgendwie mal jetzt demnächst in Angriff genommen werden soll. Thomas bemüht sich immer noch, das Ende von diesem Stahlträger zu finden, der hier in die Wand eingelassen ist, also in die Mauer. Aber inzwischen ist er schon nicht nur Spatenblatt tief, sondern einen ganzen Spaten tief und da ist immer noch kein Ende abzusehen. Oh. Ich glaube, der ist durchgefault. Das könnte sein. Ja, den brauchst du nicht mehr abflexen, Schatz. Upp, das war's. Das lässt dir keine Ruhe, wa? Nee. Nee, das muss heute raus. Und wenn wir Glück haben, dann fängt es richtig an zu regnen. Soll es regnen? Ja. Wann denn? Heute? Wann denn? An der Nacht? Ach. Und dann läuft es hier alles voll und das ganze Erdreich und dann läuft es hier rüber. Und wenn du das nächste Mal hier rauskommst, mein geliebter Schatz, dann brauchst du dich um keine Mauer mehr kümmern. Ey, irgendwann wird er nach vorne fliegen. Und da liegt er mit dem ganzen Träger. Ach, warte, nur, keine Lust mehr? Du mit den Kommentaren. Ach so, das hörst du, Schatz. Ich dachte, du hörst nicht mehr so gut. Soll ich dir Musik anmachen dazu? Oh, jetzt, Herkules. Das ist gut für den unteren Rücken. Oh, er wird sich morgen nicht mehr bewegen können. Er wird so einen Muskelkater haben. Ja genau, da kann sich ausruhen. Entschuldige bitte, ich hab's vergessen. Warte. Jetzt fällt eine Sekunde zu spät. Ja, typisch. Typisch, wenn sie mal was machen soll. Wenn sie mal einmal filmen soll. Ja, das ist schon, das geht ja bis ganz da hinten hin. Und alles voller Wurzeln.